Der Klimawandel ist in vollem Gange. Und ich bin doch sowieso nur ein kleines Rädchen im Getriebe, das nichts ausrichten kann. Denken Sie das manchmal, liebe Zuschauer? Herzlich willkommen zu dieser Nachgefragt-Sendung. Dass jedes Engagement mit einer Idee und einem ersten Schritt beginnt, das wissen Bastian Roller und Roland Peske. Sie sind bei der Energieagentur Marienhöhe engagiert. Ein Projekt von Schülern für die Umwelt. Herzlich willkommen, Herr Peske. Herzlich willkommen, Herr Roller. Guten Tag. Herr Roller, was steckt denn hinter dem Namen Energieagentur? Hinter dem Namen Energieagentur steckt eine AG, eine Schüler-AG, die sich mit allen Themen im Bereich Energie auseinandersetzt, mit Projekten über Energie, in der Schule, zu Hause. Aber besonders halt in der Schule suchen wir nach Energieprojekten, die wir machen können. Dass es in der Schule gegründet wurde, war Ihre Idee, Herr Peske. Wie kam es denn zu dieser Idee? Ja, ich bin ja Lehrer am Schulzentrum Marienhöhe. Und ein Schwerpunktfach von mir ist Politik und Wirtschaft. Und da ist natürlich ein ganz zentrales Thema ist immer Klimaschutz. Und das habe ich eigentlich schon immer mit sehr viel Herzblut auch behandelt im Unterricht. Aber mich hat immer gestört, dass es theoretisch bleibt. Also ich habe nach einem Bereich gesucht, wo die Schüler sich auch praktisch engagieren können. Das war im Jahr, das muss ich mir überlegen, Jahr 2010, bin ich auf eine Energieagentur gestoßen an einer anderen Schule. Und zwar an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Viernheim. Und habe dann den Lehrer, der das da initiiert hat, kontaktiert. Der hat uns eingeladen. Dann bin ich mit drei Kollegen hingefahren. Dann haben wir uns das da angeschaut und waren ziemlich begeistert. Schüler dort, die schon seit einigen Jahren Energiesparprojekte realisieren an ihrer Schule. Und das fanden wir eine tolle Sache. Und dann kam die Idee, das wollen wir auch auf der Marienhöhe machen. Herr Roller, ist das etwas, was so Schüler brauchen, dieses Praktische? Ja, ich denke schon, das ist schon wichtig für die Schüler, dass sie was Handfestes haben, dass sie dann auch verfolgen können und auch wissen, was sie gemacht haben. Das ist schon wichtig für Schüler. Sie sind jetzt aktiv in dieser Energieagentur. Was ist denn da so Ihre Aufgabe? Also ich bin Vorsitzender der EMH einmal und natürlich normales Mitglied auch gleichzeitig. Und ich leite die Sitzungen in der Gruppe, in der Energieagentur und kümmere mich so alles, was außenrum anfällt. Und dann arbeite ich natürlich auch noch ganz normal an Energiesparprojekten mit anderen Mitgliedern zusammen. Wie oft treffen Sie sich so in der Gruppe? Wir treffen uns alle drei Wochen für eine Stunde. Und da besprechen wir dann ganz allgemein, was in den Gruppen passiert ist. Und ja, und die leite ich, die Sitzung. Das klingt spannend. Ja. Herr Peske, wie kommt man denn so von so einer Idee zur Umsetzung? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich darf vielleicht erst noch mal kurz sagen, dass ich also total froh war, als Sebastian dann vor einem Jahr den Vorsitz übernommen hatte, weil ich habe das ein Jahr lang gemacht in dieser Initiierungsphase und er macht es total super auch. Und es war für mich natürlich auch faszinierend. Ich habe ihn ja auch als Schüler in Geschichte jetzt und hatte ihn in der 11 in Politik und Wirtschaft. Da ist er das erste Mal mit dem Thema auch in Berührung gekommen. Und wie er das jetzt so macht und da souverän die Sitzung leitet, ist alles sehr professionell aufgezogen, aber kann er vielleicht nachher noch mal was dazu erzählen. Von der Idee zur Umsetzung. Also wir sind eigentlich, wie gesagt, hatte ich ja vorhin erzählt, wir sind da hingefahren nach Viernheim und da war ich doch überrascht. Da war auch ein Oberstufenschüler, der diese Stunde da geleitet hat. Dann waren ungefähr 15 Schüler und der Kollege, der das da initiiert, der saß nur daneben, hat gar nichts gesagt. Der Schüler hat alles gemacht und die haben uns dann haben eine kleine Präsentation vorgeführt, was sie die letzten 4, 5 Jahre gemacht haben, welche Energiesparprojekte, wie viel CO2 eingespart worden ist und auch, ob sich das rechnet, wie viel Geld die Schule spart. Und mit der Idee sind wir dann halt zurückgekommen, haben eine Gründungssitzung gemacht. Das waren dann am Anfang 4 Kollegen und 5 Schüler. Also fast Hälfte. Eine Kollegin hat es zeitlich nicht mehr gepackt, die ist dann ausgestiegen. Und 2 andere Kollegen, der Walter Wanjek und der Jürgen Gruber, die machen auch ganz aktiv mit. Vielen Dank auch an der Stelle. Und dann haben wir halt eine Sitzung gemacht, haben überlegt, was wir als erstes machen können. Und da kam dann die Idee, so eine Photovoltaikanlage auf der Marienhöhe, eine weitere. Und dann haben wir noch weiter Ideen gesammelt. Die werden dann gemeinsam entwickelt in dieser Gruppe? Genau. Wie läuft das ab? Also wir entwickeln einmal während der Sitzung natürlich Ideen, aber auch jeder kann sich zu Hause was überlegen und kann das dann aber in den Sitzungen einbringen. Was sind das denn so für Themen? Also Energie sparen oder Umweltschutz ist ja so ein Riesenthema. Ja, wir haben alles. Also wir haben Projekte über Photovoltaik und Blockheizkraftwerke, also richtig große und auch teure Sachen. Aber wir haben auch so einfache Sachen wie Bäume pflanzen, haben wir auch in unserem Bereich, was wir machen können. Und wir haben auch schon überlegt, Strom umzustellen auf Naturstrom und energiesparsamen Strom.
Und auch Ökopapier und alles, in allen Bereichen sind wir da eigentlich vertreten. Wie kam das denn, dass Sie sich so für diese Themen interessieren? Also ich stelle mir vor, es gibt ja tausend andere Sachen, die man so in der Freizeit machen könnte. Also natürlich habe ich beim Unterricht bei ihm das erste Mal das richtig mitbekommen. Und ich habe mich da schon für immer interessiert, weil ich mag die Natur. Ich finde es sehr spannend und alles, was mit der Natur zu tun hat, finde ich sehr interessant. Und deswegen hat mich das so interessiert und ich finde es schade, wenn dann die Natur kaputt geht wegen sowas, was man eigentlich so einfach handhaben kann und wo jeder was machen für kann. Herr Peske, ist das so einfach wie beim Herrn Roller jetzt? Er sagt so, das ist mir auch ein Anliegen. Oder brauchst du noch mehr Gründe, um Schüler so zu motivieren, bei sowas mitzumachen? Also ich habe schon gemerkt, dass das wichtig ist, dass man als Lehrer von so einem Thema überzeugt. Das ist eigentlich generell wichtig. Also wenn man als Lehrer von den Inhalten, die man da vertritt, überzeugt ist, dann kann man auch einen ordentlichen Unterricht machen. Und das geht, das springt auf die Schüler über. Das haben mir viele Schüler auch bestätigt. Und wir haben uns dann zum Beispiel auch den Film da als Einstieg vom Al Gore angeschaut. Unconvenient Truth, unbequeme Wahrheit, so, dass immer die ganze Problematik, dass die mal aufgezeigt wird, das hat ja auch was mit Emotionen zu tun auch. Was war nochmal die Frage? Die Frage war, wie man so Schüler motiviert für so ein Thema. Also, ja, und das springt natürlich dann über auf die Schüler. Und dann kommt natürlich, dann wird auch darüber diskutiert, ja, was können wir konkret tun? Und das ist natürlich jetzt optimal, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, ich kann den Schülern, ich bekomme jetzt wieder meine Elber, Schule geht ja gleich wieder los nächste Woche, kann ich den anbieten, kommt in die Energieagentur, arbeitet mit, da machen wir konkrete Projekte, kann denen die zeigen. Und vielleicht können wir dann auch die Sendung hier einspielen mal als kleinen Appetizer auch. Und dann kommen die Schüler und sagen, ja, da wollen wir gerne mitmachen. Und die setzen da ihre Freizeit ein. Das heißt, es wächst alles so ganz natürlich nach. Sie sind dann in der 13. Klasse, dann gibt es auch welche Schüler aus der 12. Klasse. Ja, genau. Wir haben hauptsächlich welche aus den oberen Jahrgangsstufen bei uns. Aber wir versuchen natürlich auch Jüngere ranzuziehen, dass da auch ein bisschen Nachwuchs vorhanden ist, der dann in unsere Fußstapfen treten kann. Wie viel sind Sie gerade so in der Jugendgruppe? Wir sind so um die 20 fast, inklusive Lehrer. Ja, also schon eine große Gruppe geworden in letzter Zeit. Und ist es denn so, dass Schüler und Lehrer so gleichberechtigt nebeneinander stehen? Sie haben den Herrn Roller jetzt schon gerade so gelobt für seine Arbeit. Ist es für Sie schwer, sich so zurückzuhalten oder wie ist da so der Umgang miteinander? Dann müssten Sie vielleicht den Basti mal fragen, wie er das erlebt. Ja, ich meine, wir Lehrer sind schon immer drauf gepolt, die erste Geige zu spielen und schwätzen viel. Ja. Also das ist schon eine neue Rolle, das ist eher die Trainerfunktion, die Unterstützerfunktion. Man bereitet sozusagen den Boden vor, motiviert, aber immer mit dem Ziel, dass die Schüler es eigentlich selber machen. Aber ich springe schon ein, wenn es dann mal irgendwie total hakt oder so. Aber es wäre vielleicht mal interessant, wenn du... Ja, aber eine spannende Frage. Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall gleichberechtigt und ich würde sagen sogar, dass wir die Schüler dann eher sogar die höhere Position einnehmen und die Lehrer ein bisschen zurückhalten. Okay, anderer Standpunkt. Ja. Was lernen Sie denn für sich so persönlich bei dieser Arbeit? Also für mich persönlich lerne ich erstmal, dass man, ich musste jetzt schon öfters mal Präsentationen halten, das natürlich auch vor Publikum, vor Größerem, das ist natürlich auch eine Erfahrung, die man macht, fürs spätere Leben bestimmt auch hilfreich. Und auch einfach ganz einfache Sachen für zu Hause auch. Wie kann ich da Energie sparen, Strom sparen? Was kann ich machen, dass es zu Hause billiger wird und auch energiefreundlicher, umweltfreundlicher? Und da lernt man schon viel dazu. Haben Sie da auch Ihre Eltern so ein bisschen von überzeugt dann? Ja, ich habe da schon ein bisschen meine Eltern auch mit reingezogen und meinen Vater und versucht da schon Sachen durchzusetzen auch zu Hause. Die finden das wahrscheinlich super, dass Sie sich so engagieren in so einer sinnvollen Sache ja, auch noch. Und das finden sie gut. Okay. Jetzt ist dieses Projekt ja nicht nur auf dieses Schulzentrum beschränkt, sondern Sie sind auch so ein bisschen nach außen gegangen und haben bei einem Klimaschutzwettbewerb mitgemacht. Herr Peske, was war das für ein Wettbewerb? Ja, also der Wettbewerb, der heißt Klima und Co. Und da geht es darum, da hat man 50.000 Euro fiktives Kapital und soll dann ein Konzept erstellen, dass man möglichst viel CO2 damit einspart, aber ganz konkret. Und das haben wir dann im Februar eingereicht. Das ist also hier ein ganz dicker Wälzer hier auch geworden. Das ist wirklich so ein Pamphlet. Ja, das ist so richtig, da sieht man hier, also haben wir hier zum Beispiel dann, haben wir dann hier erstmal ausgerechnet, auch wie viel CO2 wir im Jahr überhaupt emittieren. Das sieht ja schon sehr so wissenschaftlich aus. Ja, das muss man auch. Also sind auch technische Kenntnisse erforderlich auch. Und dann haben wir uns überlegt, was können wir tun? Wir haben ja nur 50.000 Euro, welche Maßnahmen können wir einleiten?
Und dann kam das hierbei raus, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben ungefähr 850 Tonnen CO2 werden jährlich auf der Marine emittiert. Und mit den Maßnahmen können wir 270 Tonnen etwa einsparen. Das sind etwas über 30%. Und dann muss man überlegen, was kosten die Sachen? Und das dürfte nicht 50.000 überschreiten. Und dann muss das in sich auch stringent sein mit allen Maßnahmen. Und das haben wir dann eingereicht. Auch und dann, da sind auch hinten Rechnungen dabei. Da haben wir Firmen, also die Schüler haben, das machen sie ja selber. Die haben bei Firmen nachgefragt, was kostet das? Verschiedene Angebote eingeholt und nachher versucht, den günstigsten Preis zu kriegen und eine möglichst hohe CO2-Reduktion. Und das hat gut geklappt, ja. Wir haben ja da gewonnen dann. Aber Bastian, das kannst du ja auch noch mal erzählen. Ja. Ich habe eine Frage. Jetzt haben Sie gesagt, fiktives Geld, mit dem man sozusagen arbeiten kann. Werden diese Sachen dann auch wirklich umgesetzt? Oder ist es wirklich so eine Rechnung, was man machen könnte? Also erstmal war das vornherein nur, was man machen könnte. Aber dann, wenn man da gewinnt bei dem Wettbewerb, wie wir gewonnen haben, wir haben eine 10.000 Euro gewonnen. Und diese 10.000 Euro sind an Projekte gebunden, die Energie, mit Energie zu tun haben. Also das müssen wir auch nachweisen. Und deswegen können wir jetzt ganz praktisch da Sachen von umsetzen. Das heißt, das ist dann wirklich Geld, was Sie bekommen haben, ja, genau, mit dem Sie dann wirklich Projekte aktiv gestalten können. Ich bin auf ein Konto eingegangen. Ja. Ah, sehr gut. Und welche Projekte sind das? Also wir gucken jetzt, wo wir die 10.000 Euro reinstecken. Und wir sind jetzt am Überlegen, ob wir das einen Teil davon an Blockheizkraftwerk davon bezahlen oder noch eine weitere Photovoltaikanlage oder ein Eco-Fahrtraining. Das ist auch bei uns in der Planung. Was ist das? Und zwar, unsere Schule liegt auf dem Berg. Da bietet es sich an, dass die ganzen Schüler mit dem Auto kommen. Und die Älteren dann. Genau, besonders die Älteren natürlich. Und dass die dann einen Fahrkurs belegen, der ihnen zeigt, wie man noch energiesparender fahren kann, wie sie noch weniger Sprit verbrauchen und was natürlich auch für eine Einsparung für sie selber bringt. Also, dass man dann nicht mit vollster Energie den Berg hochkommt. Genau. Okay. Das ist vielleicht ganz interessant an der Stelle, wenn ich das noch ergänzen darf. Die Idee, die kam in unserem Kreis auf und dann ist mir eingefallen, ein ehemaliger Schüler auf der Marine, der heißt Matthias Fiedler, der ist heute Fahrlehrer und der ist auch Ecofahrtrainer, hat viel Erfahrung, arbeitet auch für den ADAC, für einige andere und dann habe ich den angerufen und der hat angeboten, für günstiges Geld Kurse anzubieten. Aber die Schüler, die das eben sich darum kümmern, das sind immer 3 oder 4, wir arbeiten so in Teams, die müssen das dann halt organisieren und er wird das für einen günstigen Preis machen. Und er meint, im Durchschnitt kann man damit 17% Sprit einsparen. Das hat er einfach mal ausgerechnet bei seinen ganzen Kursen. Das ist eine ganze Menge, wenn man das zusammenfasst. Weil die Schüler machen das ja auch privat nachher. Nicht nur auf dem Weg auf die Marine, sondern das machen sie ja hoffentlich dann weiter. Und er wird die Kurse günstig anbieten. Und das haben wir eben da zum Beispiel reingeschrieben, das Konzept als eine Idee. Das ist ja ganz spannend. Das sind ja wirklich Projekte, die so auf die Schule bezogen sind. So jetzt sagen Sie, die Schule liegt auf dem Berg und dann bietet sich das an. Also wirklich geguckt, was ist vor Ort da und was können wir da machen. Ist so ein Wettbewerb und so eine Bestätigung, ist es ja auch, wenn man da ein Preisgeld gewinnt und den Preis bekommt, so ein Aha-Moment, wo man sagt, ah, es bringt wirklich was? Also fand ich schon auf jeden Fall, weil wir haben da schon ein bisschen Zeit reingesteckt in das Konzept. Das war schon ein bisschen Arbeit. Was heißt ein bisschen Zeit? Und also schon, also einmal in den Gruppen halt selber jeder. Und dann haben wir das noch zusammengefasst und so ausgearbeitet natürlich, das Konzept. Es hat schon einige Zeit gekostet, also mehrere Stunden pro Woche mindestens. Welchen Zeitraum? Ich glaube, wir haben das 2 Monate, zwei Monate bevor der Abgabetermin, haben wir damit richtig angefangen. Also die 2 Monate mussten wir schon gut durcharbeiten, dass wir das so fertig kriegen, wie wir es da haben jetzt. Einmal nachts bis um 2 auch. Das schweißt dann wahrscheinlich auch zusammen, die Gruppe. Das schweißt zusammen. Ja, der Bastian und ich, wir haben da so ein bisschen Endredaktionen dann gemacht. Aber die Teams haben vorher das alles eben auch recherchiert, die Vorarbeiten. Dann muss das Ganze natürlich auch in eine anständige Form gebracht werden. Ich habe mich nur gefragt, wenn man dann so liest, wir können 270 Tonnen CO2 sparen. Das ist ja eigentlich eine sehr theoretische Zahl im Prinzip. Und wann so dieser Moment kommt, wo man sagt, okay, es bringt wirklich was für die Umwelt oder dann vielleicht auch für den Geldbeutel, wenn man merkt, man verbraucht nicht so viel Benzin. Das war dann so ein Moment vielleicht. Ja, also wir müssen halt immer gucken, wir haben immer diese 2 Seiten. Einmal, wie viel CO2 können wir einsparen, aber natürlich dann auch, ob wir damit auch Geld einsparen können. Das ist natürlich besonders für die Schule ganz praktisch, wenn die damit auch noch Geld einspart, wenn man zum Beispiel auf günstigeren Strom sogar umstellt, aber der sogar umweltfreundlicher ist. Und wir müssen das halt immer von diesen 2 Seiten angucken und das gibt dann schon Erfolge. Also besonders, wenn wir auch was einsparen können an Geld sogar.
Ja, Geld ist immer ein gutes Mittel, mit dem man arbeiten kann. Aber apropos Schule, was war denn so die Reaktion der Schule ganz am Anfang von dieser Idee? War die gleich so begeistert, die Schulleitung? Ja, das muss ich wirklich sagen. Dass also die Schulleitung und vor allen Dingen auch die Geschäftsführung. Und hier muss ich sagen, der Achim Ulrich, auch unser Geschäftsführer, der war sehr begeistert von der Idee. Weil wir hatten schon, ich bin auch mit in diesem Geschäftsausschuss, es ist so ein Leitungsgremium, und wir hatten oft über Fragen gesprochen, wie wir auf der Marienhöhe das noch verbessern können. Da habe ich mich quasi so privat engagiert. Und da hat der Ulrich schon 2007, 2008 so eine Holzheizung auf der Marienhöhe haben wir gemacht. Ich glaube, so eine ähnliche haben Sie auch hier beim Hauptchannel, wenn mich nicht alles täuscht. So eine Hackschnitzelanlage, ja, doch, doch. Können wir mal gucken, ich weiß gehen, das, ja. Ich meine, ja. Da wird praktisch das ganze Campus mit Holz beheizt, so mit kleinen Holzstückchen aus dem Wald so. Und das ist natürlich CO2-neutral. Und das hat er wesentlich initiiert, spart einen Haufen Geld und hat die Gebäude gedämmt. Dann, als die Idee kam, dass die Schüler jetzt noch mitmachen, das fand er natürlich optimal. Und wir nehmen jetzt auch viel Arbeit ab und sparen Geld. Also wir haben schon, da kommt einiges rein, jetzt die 10.000 Euro. Die Photovoltaik bringt Geld. Dann haben wir, Bastian hat es ja angesprochen, haben wir auf Naturstrom umgestellt. Der beste Ökostromanbieter, der auch noch deutlich günstiger war im Jahr. Also wir haben vorher einen ganz miesen Vertrag gehabt. Das ist in dem Zusammenhang aufgedeckt worden. Gell? Das ist ja in so einer Schule noch vielleicht anders als in einem Privathaushalt. Da kommt ja richtig was zusammen. Da kommt richtig was zusammen. Also er ist sehr glücklich darüber. Aber unterstützt das auch total. Also muss ich wirklich auch sagen. Und das gibt dann natürlich nochmal so einen Schub auch. Also hat so die Schule was davon, die Schüler, die mitmachen und natürlich auch die Umwelt, sage ich mal. Was ist denn so die Vision der Leute, die bei dieser Energieagentur mitmachen, Herr Roller? Also ich denke mal, die wollen einfach was für die Umwelt machen und sich dafür einsetzen. Und man hat natürlich in der Gruppe auch ein bisschen Spaß. Wir haben da eine ganz lockere Atmosphäre bei uns. Und es macht, finde ich, auch richtig Spaß, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. Und ja, das ist immer ganz witzig mit denen. Und die nächsten Projekte, was steht da an? Also wir sind jetzt am Abarbeiten von den Projekten in unserem Wettbewerbsbericht, da, den wir verfasst haben. Und jetzt natürlich an erster Front stehen jetzt diese 10.000 Euro, um zu überlegen, wo wir die genau reinstecken. Das sind wir jetzt am Plan. Und dann steht vielleicht schon der nächste Wettbewerb vor der Tür, oder ist das erstmal genug Arbeit? Also ich denke mal, das ist erstmal genug Arbeit. Aber das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe vor einigen Tagen habe ich ein interessantes Angebot bekommen für einen neuen Wettbewerb. Den können wir vielleicht 2013. Da kann es auch wieder 10.000 Euro geben. Können wir mal überlegen, ob wir das dann. Also ich denke mal, an Projekten wird es sicher nicht mangeln und an Engagement auch. Vielen Dank für diesen Einblick in die Energieagentur Marienhöhe. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Arbeit und schön, dass Sie hier waren. Danke. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Klimaschutz kann ein Thema sein, das ganz praktisch und auch umsetzbar ist. Das haben wir gerade gehört. Es muss ja nicht gleich eine Energieagentur sein, aber denken Sie doch einmal nach, wie und wo Sie in Ihrem Alltag Energie sparen könnten. Ich wünsche Ihnen viele Lichtblicke. Bis zum nächsten Mal bei Nachgefragt.